In dieser Folge bei Familie Einhorn. Ich habe Lust auf Pfannkuchen. Weißt du denn, wie man die macht? Jetzt ein bisschen Öl in die Pfanne. Ups, das war jetzt ein bisschen zu viel. Ach, das kippe ich einfach weg. Aua, das ist so heiß. Ich glaube, ich habe mich verbrannt. Wir sind Paul, Maja, Mama Simone, Papa Ben und Sammy. Willkommen bei Familie Einhorn. Paul im Krankenhaus. Paul, ich kann nicht schlafen. Ich auch nicht. Ich habe ganz großen Hunger, aber wir dürfen nicht in die Küche nachts. Also, wenn du Mama und Papa nichts erzählst und wir alles wieder sauber machen, dann kann ich uns was kochen. Ich habe Lust auf Pfannkuchen. Oh ja, lecker. Weißt du denn, wie man die macht? Ja, ich habe Mama dabei zugeschaut, wie sie die gemacht hat. Jetzt kann ich sie auch machen. Komm, die machen wir jetzt. Jetzt ein bisschen Öl in die Pfanne und danach den Teig reingießen. Ups, das war jetzt ein bisschen zu viel. Ach naja, was nachher übrig bleibt, kippen wir einfach weg. Oh, wie lecker das riecht. Ich kann das gar nicht abwarten. Die sehen doch gar nicht so schlecht aus. Fast wie Mamas. Bevor wir essen, wasche ich alles ab, falls Mama und Papa aufwachen und in die Küche kommen. Was machst du mit dem ganzen Öl, was übrig geblieben ist? Ach, das kippe ich einfach weg. Aua, das ist so heiß. Ich glaube, ich habe mich verbrannt. Lass kaltes Wasser drüber laufen. Mama hat mir mal gesagt, dass das hilft. Okay, gute Idee. Danach können wir essen. Oh ja, das fühlt sich viel besser an. Aua, jetzt tut es wieder ganz schlimm weh. Ich glaube, ich kann meine Hand nicht mehr aus dem Wasser nehmen. Ich glaube, wir müssen Mama und Papa Bescheid sagen, dass du so großen Schmerzen hast. Nein, Maja, sonst bekomme ich Ärger. Wir dürfen doch nicht mitten in der Nacht kochen. Doch, Paul, ich gehe jetzt zu Mama und Papa. Komm, wir müssen denen deine Hand zeigen. Mama, Papa, bitte seid nicht sauer. Wir hatten ganz großen Hunger und Paul hat für mich gekocht. Er hat sich aber verbrannt und jetzt ganz schlimme Schmerzen. Paul, bist du okay? Wo hast du dich denn verbrannt? Zeig mal. Aua. Oh je, okay. Wir müssen jetzt sofort ins Krankenhaus. Komm, Paul. Maja, du bleibst hier mit Mama, okay? Nehmt eine große Schüssel mit kaltem Wasser mit. Da kannst du deine Hand reintun, damit es nicht so weh tut. Das Wasser ist nicht mehr kalt und meine Hand tut so doll weh. Wann sind wir endlich da? Wir sind schon am Krankenhaus. Ich muss jetzt nur noch schnell einen Parkplatz suchen. Hallo, wie kann ich Ihnen denn helfen? Hallo. Mein Sohn Paul hat sich verbrannt und hat ganz schlimme Schmerzen. Hallo, Paul. Zeig doch mal deine Hand. Oh, okay. Du brauchst gar nicht erst warten. Dr. Daniel kommt sofort und schaut sich deine Hand genauer an. Hallo, Paul. Ich habe gehört, du hast dir die Hand verbrannt. Dann komm doch einmal mit. Okay, dann schauen wir uns deine Hand mal an. Oh, da hast du dich aber ganz schön verbrannt. Wie ist das denn passiert? Ich habe für Maja und mich gekocht. Ich habe aber zu viel Öl benutzt. Und als ich es weggießen wollte, ist es mir über die Hand gelaufen. Oh nein, mit heißem Öl musst du besonders aufpassen. Das kann zu sehr schweren Verletzungen führen. Es hat eine höhere Temperatur als kochendes Wasser. Also gut, ich schmier dir jetzt eine Salbe auf die Hand. Die hilft, dass du den Schmerz nicht mehr spürst und schlafen kannst. Das ist so schön kalt. Es tut fast nicht mehr weh. Prima, dann funktioniert die Salbe. Jetzt mache ich noch einen Verband um deine Hand, damit keine Bakterien an deine Hand kommen und die Salbe nicht verschmiert. Du wirst wahrscheinlich morgen ein bisschen Spannung unter dem Verband spüren. Da brauchst du aber keine Angst haben. Das sind nur die Brandblasen. Hier, ich gebe dir die Salbe mit. Morgen wechselst du einfach deinen Verband und schmierst neue Salbe drauf. Dann sollte deine Hand in 0, nichts wieder heilen. Danke, Dr. Daniel. Mach's gut, Paul. Hallo, wir sind wieder zurück. Hallo, ist alles wieder okay? Ja, Dr. Daniel hat mir eine Salbe gegeben. Jetzt tut's gar nicht mehr weh. Super, dann können wir jetzt mal endlich essen. Ich habe extra auf dich gewartet. Okay, dann lasst es euch jetzt schmecken.
Wenn dir das Video gefallen hat, drück den Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.